bemerkt hat, es sei zu 100% aus Migranten zusammengesetzt. Das scheint so ein bisschen die Wahrnehmung zu sein von uns. Ich glaube, das Besondere an diesem Ensemble ist, dass es eben nicht zu 100% aus Migranten zusammengesetzt ist. Und die Provokation liegt wahrscheinlich darin, dass die Mehrheitsverhältnisse erstmals umgekehrt sind. Also dass die, die keinen offensichtlichen Migrationshintergrund haben, sprich phänotypisch deutsch aussehen oder mit deutschen Nachnamen unterwegs sind, eine Minderheit an dem Theater bilden und auch in der Leitung des Theaters die Machtverhältnisse nicht nach dem klassischen Muster verteilt sind. Das vielleicht als Bemerkung vorneweg. Ein weiterer kleiner Nachtrag zur Diskussion eben vielleicht. Player und Plattform. Was mit diesem Ensemble am Gorki gelingt, ist eine Plattform zu schaffen für Player, die sich auch andocken können in der ungewöhnlichen Konstellation, zu der vielleicht gleich ein paar Worte mehr, weil die Aktion des Zentrums für politische Schönheit war an das Gorki angedockt, beziehungsweise es ist ein Zusammenspiel zwischen einer Gruppe von Aktionskünstlern, die als Player unterwegs sind, aber die logistische Unterstützung einer Plattform haben und sozusagen beide Vorteile von Institutionen und Organisationsformen so genutzt werden können, um auch zu einerseits solche Aktionen zu ermöglichen, andererseits zu einer Kommunikation zu kommen, die nicht sich bezieht auf eine Institution, die ein Theater immer ist. Aber zurück zur Frage. Ich sollte ganz kurz sprechen, weil ihr habt jetzt auch schon eine Stunde zugehört. Liebe Freundinnen und Freunde, sagt man hier, liebe Kolleginnen und Kollegen, Schauspielkunst oder Jetztzeitforschung. Auf den zweiten Blick ist das eine ziemlich raffinierte Frage, weil eigentlich das, was dahinter steckt, ein Verweis ist auf eine grundsätzliche Diskussion darüber, welches Theater wir in Zukunft haben wollen. Steht doch Schauspielkunst offensichtlich für eine konservative Auffassung von Ensembletheater, von Ensemblebildung und von Ausbildung für dieses Ensemble im Sinne auch der jüngst diskutierten Rolle von Stadt- und Staatstheatern als Bewahrern und Fortschreibern der Pflege des literarischen Erbes, wie es in der letzten Diskussion, in der Diskussion der letzten Wochen vor allem vorgekommen ist, als es um die Neubesetzung der Intendanz der Volksbühne ging. Also Schauspielensemble versus ein Netzwerk oder ein Ensemble von Performern. Während Jetztzeitforschung scheinbar steht für Formen des Spiels, die nicht mehr einer klassischen Ausbildung bedürfen und eher mit dem Begriff Performer, Performance behaftet sind. Ich wollte eine Anmerkung, drei Beobachtungen und zwei Wünsche formulieren. Die Anmerkung ist, vor 10 Jahren hätte ich die Frage anders beantwortet, hätte ich versucht zu sagen, ganz selbstverständlich, Jetztzeitforschung durch eine zeitgemäße Schauspielkunst und Ausbildung zur Schauspielkunst. Ich wäre gekommen aus einem Beispiel von Luc Perceval. Damals war ich Chefdramaturg an der Schaubühne. Luc Perceval in einer Koproduktion, einer belgisch-deutschen Koproduktion, flämische und deutsche Schauspieler, eine Interpretation von King Lear, L. King of Pain, hätte über die Vorzüge gesprochen einer Weiterentwicklung der Schauspielkunst durch den Einfluss des flämischen Spiels, das weggeht von Spielen und Sprechen und hin zu, wie die Perceval sagen würde, zu Tun und Sagen auf der Bühne, also zu einem direkten, unmittelbaren, zeitgenössischen, als zeitgemäß empfundenen Spiel. Hier gibt es keine offene Flasche. Ich habe schon. Ja. Danke. Dazwischen liegt, dass ich ausgestiegen bin aus dem Stadt- und Staatstheater, die Schaubühne damals in Richtung Freiheit verlassen habe, in Belgien und Frankreich gearbeitet habe und am Ballhaus in der Naunitzstraße gearbeitet habe und Seherfahrungen hatte, wie zum Beispiel Testament von Shishi Pop, Moment von
Sebastian Bach ist und seinem Vater ist mir da besonders in Erinnerung geblieben. Und da sah ich das erste Mal Performer, die in eine Situation reingehen, also die Vater und Tochter spielen, Sebastian Bach und sein Vater, er als schwuler Sohn, vermeintlich die Tochter. Und es waren sozusagen die echten Menschen, die ihr eigenes Leben verhandeln. Und gleichzeitig war es ein Hineingehen in eine theatrale Situation, was eigentlich das Vorrecht des ausgebildeten Schauspielers ist, der ausgebildeten Schauspielerin ist. Und bemerkte, dass das eine theatrale Größe bekommt, die mich heute zweifeln lassen würde, ob ich das so noch beantworten kann. Und ob die Kollegen, die nicht die klassische Ausbildung haben, nicht längst viel weiter sind. Für das Gorki, für das neue Ensemble, das entstanden ist, sind vielleicht in der ersten Spielzeit drei Momente, drei Beobachtungen von Schauspielern am meisten diskutiert, beachtet, kritisiert oder begrüßt, gefeiert worden. Ich will auf drei Momente eingehen. Der erste ist die Eröffnungsinszenierung von Nurkan Erpulat, Kirschgarten. Da spielt Tana Şahintürk, geboren in Castrop-Rauxel, versehen mit einem Nachnamen, der nicht besonders deutsch klingt, Lopachin. Und natürlich legt sich in der Konstellation Ruth Reinicke als Ranevskaya und Tana Şahintürk als Lopachin. In dem Moment, wo sie ruft, das Haus gehört mir, das Chaos behalte ich, das gebe ich nicht her. Und Tana Şahintürk dieses Haus als Lopachin kauft und in dem entscheidenden Monolog auch aussteigt aus der Rolle des Lopachin und in einer direkten Rede ans Publikum sagt, das hättet ihr nicht gedacht, dass ich mal hier lande, dass das mal mir gehört. Ihr habt mir nur Rollen angeboten, in denen ich mit Akzent irgendwelche Verbrecher und Kriminellen spielen soll und rutsche dann wieder zurück in den in die Lopachin-Situation, Lopachin-Rolle. Dieses Rausfallen hat einerseits viel Kritik hervorgerufen, eine unmittelbare Kritik oder Reaktion auch im Sinne von, jetzt habt ihr es doch schon, was beklagt ihr euch denn immer noch? Also sie ist eine Provokation über die Rolle und über die Interpretation hinaus gewesen. Ein zweiter Moment, der interessant ist, ist die relativ bekannte Wutrede von Thomas Wodjanka als Glenn in Small Town Boy, wo der Schauspieler, der vorher eingeführt ist als Glenn, als schwuler aktivistischer Künstler, auf einmal unterbricht, in eine direkte Rede geht mit dem Publikum, ich versuche jetzt mal was, und dann sehr direkt anfängt, in eine Wutrede zu gehen über Homophobie, die aber schnell alle Grenzen von korrektem Sprechen, von fairer Darstellung überschreitet, die politisch inkorrekt wird, die einseitig wird, die ungerecht wird, die anmaßend wahrgenommen werden kann. Und dabei schwankt das ganze Zeit, die ganze Zeit hin und her zwischen, wer spricht, ist das noch Glenn? Die meisten vergessen sofort, dass das Glenn ist, denken das zuerst, das ist Thomas Wodjanka. Dann hört sich das an, als würde der Autorregisseur des Abends durch Thomas Wodjanka hindurch sprechen oder als würde Thomas Wodjanka Falk Richter sprechen, den Regisseur und Autor des Abends, oder würde ihn spielen, wie er in sich selbst denkt. In dem Moment schwankt er auch schon hinüber in einen bayerischen Einschlag, was wiederum darauf referiert, dass er selbst aus Bayern stammt und die Passage über die katholische Kirche und wo es um die Homophobie der katholischen Kirche geht, auf bayerisch beschimpft. Und so verschieben sich die Ebenen von, spricht hier der Schauspieler, spricht hier der Mensch, der hinter dem Schauspieler ist. Und so entstehen verschiedene Ebenen von Schauspiel, von Spielen, von Sprechen, die nicht mehr genau unterscheidbar sind, die damit spielen, was jeweils das Publikum denkt, wer derjenige ist, auch im echten Leben, in seiner Herkunft. Und um abzuschließen, ist die dritte Beobachtung, die interessant ist und die vielleicht weiterführt, die Produktion, die jetzt zum Theatertreffen eingeladen ist, Common Ground von Yaeli Ronan, gibt es eine berühmte Konstellation, gespielt, erzählt von Matea Medet und Jasmina Music. Das Stück beschäftigt sich, es sind alles Berliner Schauspieler, fünf, die über Flucht oder andere Wege aus dem ehemaligen Jugoslawien stammen, in der Zeit geboren und aufgewachsen sind, als die Zerfallskriege in Jugoslawien stattgefunden haben. Zentral geht es in dem Stück um eine Recherchereise, die die fünf Schauspieler zusammen mit einer
israelischen Kollegin, die in Berlin lebt und arbeitet, machen und einem klassisch deutsch-deutschen Kollegen machen. Diese Recherchereise wird dokumentiert. Am Anfang dieses Projekts steht die Begegnung der beiden Schauspielerinnen, die feststellen, während der Zusammenstellung des Castings, was eher ein Gespräch ist bei Yael Ronen, dass sie beide aus Prijedor stammen und dass ihre Väter auf zwei verschiedenen Seiten standen. Also dass der Vater der eine als muslimischer Bosniake in dem Lager war, in dem der andere, der Vater der anderen Schauspielerin, als verantwortlicher Wärter gearbeitet hat. Der Vater der einen ist bis heute verschwunden, der Vater der anderen bis heute untergetaucht. Die Geschichten, die beiden erzählen, haben sie in der Inszenierung getauscht. Das ist, also Jasmina Musić spielt Matija Medet und Matija Medet spielt Jasmina Musić. Das kann man erkennen, wenn man zuschaut. Man kann es aber auch verpassen. Mittlerweile ist die Geschichte so bekannt, dass das vielleicht nur die wenigsten wissen. Es gab eine sehr interessante Reaktion, eine zwiegespaltene Reaktion auf diesen Fakt. Es gibt sozusagen die sehr positive, die begeistert ist darüber, dass die Geschichten getauscht wurden. Und es gibt die sehr enttäuschte darauf, dass das sozusagen die Betroffenen nicht ihre eigene Geschichte erzählt haben, sondern dass eine andere Spielerin die Geschichte übernommen hat. Das heißt, es gibt eine Enttäuschung des vermeintlichen, würde ich sagen, Authentizitäts- oder Betroffenheitsgewinns, den man machen könnte dadurch. Gleichzeitig ist es ein Nutzen von einer Arbeitsweise, die mit dem Material, den Erfahrungen, den Perspektiven der Spieler umgeht, was eher eine Verfahrensweise früher von freien Gruppen, freien Szenen und Performern in freien Gruppen waren. Und gleichzeitig nutzt es aber das Moment der ausgebildeten Schauspielerin, um überhaupt diesen Wechsel, um diese Aneignung, die in dem Austausch der Geschichte steckt, möglich zu machen. Daraus leiten sich für mich zwei Wünsche ab. Vielleicht kurz, was das möglich macht. Diese verschiedenen Verfahren des Spielens ermöglichen es uns heute, Identitäten, so wie sie konstruiert sind, wie sie kompliziert sind, wie sie komplex sind, mithilfe eines heterogenen und vielfältigen Ensembles, wie wir es nennen. Wir würden es nie 100% Migrantenensemble nennen, weil das einfach nicht zutrifft. Jenseits dessen geht es darum, eine Stadt, wir verstehen uns als Stadttheater wie Berlin, in der Komplexität, Diversität, wie sie sich entwickelt hat in den letzten 10 Jahren, verhandeln und repräsentieren zu können, tatsächlich auch repräsentieren zu können. Es geht auch immer um die Frage, wer kommt vor auf der Bühne. Und zweitens geht es aber auch immer um die Frage, wer hat das Recht, wen darzustellen und wessen Geschichte auf der Bühne zu erzählen. Um nicht in der Sackgasse zu landen, dass nur noch, deswegen habe ich das erzählt mit dem Beispiel von Jasmina Musić und Matija Medet, nicht in der Sackgasse zu landen, dass nur noch Darsteller ihre eigene oder Performer ihre eigene Geschichte erzählen dürfen, die beglaubigt ist und sozusagen nur noch die Betroffenen über sich selbst erzählen, weil das in der Konsequenz dazu führt, dass niemand anders mehr das Recht hat, für jemanden anderen zu sprechen. Das für jemand anders sprechen ist eine tricky Sache. In dem Moment, also es kann etwas Paternalistisches, Enteignendes haben, es kann aber auch etwas Entlastendes, Befreiendes haben, wenn jemand anders für einen spricht, wenn man es selbst nicht kann, weil man verletzt oder angegriffen ist. Deswegen ist das der interessante Punkt und der politische Kern der Diskussion darüber, wer spielt was und mit welchen Mitteln. Zwei Wünsche an die Ausbildung würde ich heute formulieren. Um so ein Ensemble zu schaffen, wie am Gorki, und wir müssen zugeben, es ist fast ausschließlich eins, das durch klassische Schauspielschulen gegangen ist, braucht es in der Ausbildung einen anderen Zugang, ein anderes Suchen nach anderen Menschen, die in diese Ausbildung hineingehen. Das heißt, Menschen, die etwas anders aussehen, die etwas anders sprechen
ob sie jetzt körperlich anders sind, ob sie jetzt sprachlich anders sind, kulturell anders sind, egal was die verschiedenen Formen von der Mehrheit angehören sein können, da braucht es eine Öffnung der Schauspielschulen, die natürlich auch damit zu tun hat, und das ist die Aufgabe, die zurückgeht an die Theaterleiter, dass sie anders nachfragen und darum kämpfen, dass andere Sehgewohnheiten einziehen, weil natürlich die Schauspielschulen immer anführen können, dass das Problem ist, wenn wir diese Leute ausbilden, dann werden sie am Schluss nicht engagiert. Das ist der alte Konflikt, den es zwischen den Stadt- und Staatstheatern und den Schauspielschulen gibt, der im Hintergrund immer stattfindet. Im zweiten Punkt ist aber, um dann damit umzugehen, was dann auf der Bühne möglich wird, und vielleicht können wir darüber noch im Einzelnen sprechen, braucht es eine Ausbildung, die die unterschiedlichen Biografien, Hintergründe, Perspektiven, die damit einhergehen, wichtig nimmt und verhandelbar macht. Das heißt, die Möglichkeit entwickelt, die eigene Geschichte, das eigene Material, die eigene Differenz erzählen und zu einem Material für die eigene Schauspielkunst zu machen und für die eigene Kompetenz zu erzählen. Was dann im Schluss zu einem Schauspielbild, Schauspielerausbildung, also mein Wunsch, wie die Schauspielerin, der Schauspieler der Zukunft aussehe, wäre ein Schauspieler-Performer, eine Schauspielerin-Performerin, die sich selbst als Autor, Autorin der eigenen Erzählung verstehen kann und auch in diese Richtung ausgebildet wird, um dann in eine Arbeitsform, in eine Arbeitsorganisation zu kommen, wo Autorenschaft auch neu und anders organisiert ist, verantwortet ist und deswegen in eine Glaubwürdigkeit kommt in der Darstellung auf der Bühne, die in einer Zeit wie heute auch das beglaubigt, was an direkter Kommunikation zwischen Bühne und Publikum stattfindet, was dann vielleicht eine Relevanz hat, die in einem Zeitalter wie heute, hier geht es ja um das, wie reagiert das Theater in der digitalen Welt, Autorenschaft und beglaubigte Kommunikation, sprich die Fähigkeit, die Geschichte mit einer Haltung zu verhandeln und zu transportieren, ist, schaust auf die Uhr, ich höre auf, ist, glaube ich, das, hast du mich schon angeschaut? Wir machen weiter. Autorenschaft als Ziel der Schauspielausbildung, das wäre was. Danke. Vielen Dank. Ich begrüße jetzt auf der Bühne, auf dem Podium auch Annemarie Matzke, Gründungsmitglied von Shishipop und Professorin in Hildesheim. Und zwar am Institut für Medien und Theater, wo es die Studiengänge Szenische Künste und Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis gibt. Und Anja Klöck, die ist Professorin für Schauspiel an der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig. Und was vielleicht auch nicht uninteressant ist zu wissen, selbst praktisch erfahren in den Bereichen Regie, Schauspiel, Performance und Dramaturgie. Gleich mal meine erste Frage an Frau Klöck. Was ist das Ziel der Schauspielausbildung in Leipzig? Wie sieht das aus? Wer kommt da rein? Wer geht da wieder raus? Ich darf vielleicht als Einstieg kurz aus dem Leitbild des Schauspielstudiums der HMT Leipzig zitieren. Die Leipziger Schule ist aus auf den sozial engagierten Künstler, der auf Wahrhaftigkeit und thematische Durchdringung zielt, den unverwechselbaren Menschenschicksale mit erkennbarem Woher und Wohin interessieren, der gesellschaftliches Sein untersucht und der zu menschenwürdiger Veränderung ermutigt, also gesellschaftliche und individuelle Widersprüche, auch biografische, stehen als das konstitutionelle Lebensmittel schauspielerischer Arbeit überhaupt im Zentrum unserer Ausbildung. Ich spreche auch wirklich nur für das, was wir in Leipzig machen, was an den anderen Schulen passiert. Darüber kann ich natürlich nicht referieren.
vor dem Hintergrund greift, also diese Polarität, die wir so hier haben, die ist natürlich sehr spannend, aber darüber können wir auch sprechen, wo wirklich im Detail, und darin steckt ja meistens auch der Teufel, dann die Fragen stecken. Aber diese Polarität greift erstmal so nicht Schauspielkunst einerseits und Jetztzeitforschung andererseits. Also es geht gerade darum, die Studierenden zu animieren, sich mit dem eigenen Woher auseinanderzusetzen, Autorenschaft zu übernehmen, zu fragen, was spiele ich da, warum, was hat es mit mir zu tun, wie ist es ans Hier und Jetzt angekoppelt, was wir da machen. Es gelingt nicht immer, es ist auch mal eine Frage, mit wem gearbeitet wird, welche Gäste da sind oder auch wir, die Kollegen im Haus, im Einzelnen dann Interesse an diesen Fragen haben, aber es ist das formulierte Leitbild und die Fragestellungen sind immer so hingucken, zuhören, kritisch hinterfragen, eigenes positionieren, wessen Geschichte wollen wir erzählen und wie. So. Wir haben natürlich die ganz klassischen Fächer, die man an fast allen Schauspielschulen findet, von Akrobatik über Dramaturgie, Schauspieltheorie, Schauspiel, Sprechen, Stimmbildung und so weiter. Die Frage, denke ich, ist aber auch immer, wie man damit umgeht, also wie man mit diesen Mitteln dann, wie man sie einsetzt und wie man die verhandelt und wie man auch versucht, Unterschiede zuzulassen. Also es müssen nicht alle alles können oder alle gleich alles können, sondern die Menschen sind unterschiedlich und jeder hat unterschiedliche Stärken und versuchen dann darüber eigentlich auch schon im Grundlagenunterricht so diesen Vergleichs- und Leistungsdruck, der ja nur leider im professionalisierten Berufsleben später dann auch oft herrscht, so ein bisschen rauszunehmen, um die Leute erstmal auf sich selbst zurückzuwerfen und zu gucken, wer bin ich und was bringe ich mit. Wir haben einen Intensivstudiengang mit einem Masterabschluss nach dem vierten Studienjahr und arbeiten mit dem sogenannten Studiosystem. Wir haben vertraglich an uns gebundene Theater, mit denen wir zusammenarbeiten. Die Studenten sind also nur 2 Jahre am Haus in Leipzig und gehen dann in kleinen Gruppen an die Studiotheater. Derzeit sind das das Staatsschauspiel Dresden, das Schauspiel Leipzig, das neue Theater Halle und relativ neu noch das Schauspiel Köln. Das Leitbild von dem gesellschaftlich engagierten, eigenständig arbeitenden, denkenden Schauspieler, das wir so in den ersten 2 Studienjahren versuchen zu erarbeiten, zu vermitteln, sorgt in der Zusammenarbeit mit dem Stadt- und Staatstheater auch für Reibungen, mit den Hierarchien, mit Hierarchiedenken, mit der Weise, wie die Studierenden mehr oder weniger integriert werden in Theaterbetriebe. Es funktioniert. Zum Beispiel? Es gibt durchaus Häuser, in denen die Studenten erstmal damit begrüßt werden, hier bei uns werdet ihr nicht gegrüßt, ihr müsst grüßen. Also so auf der Ebene. Und das ist natürlich, wenn man versucht, eigenständig, selbstbewusste, künstlerisch arbeitende Menschen rauszuschicken, erstmal ein ziemlicher Schlag ins Gesicht. Aber die Reibungen sind immer auch durchaus produktiv. Wir versuchen das auch immer produktiv zu wenden und wir sind ja auch im Kontakt mit den Studierenden immer noch und versuchen dann da auch Dinge aufzufangen. Es gibt auch mittlerweile nach der Modularisierung des Studiengangs ein Modul Theater machen im 4. Studienjahr für die Leute, die aussteigen möchten, mal so aus dem Stadt- und Staatstheaterbetrieb und was Eigenes machen möchten, also freies Theater machen oder mit, also einfach selber was machen, eine eigene Produktion oder einen eigenen Abend oder irgendwas. Also das ist offen und dann auch da zu sagen, wir lösen uns dann aus der Struktur heraus und machen mal was ganz anderes und es wird trotzdem unterstützt von uns, auch finanziell. Ganz kurz kann ich das vielleicht auch veranschaulichen mit der ganz aktuellen Studioarbeit in Köln. Ich denke, dass gerade in der Schauspielausbildung immer auch so Bilder ein bisschen mehr sprechen, als wenn ich hier darüber nur rede, dass die Studioinszenierung mit den Schauspielstudenten im 3. Studienjahr, das ist von Simon Solberg eine Produktion, Argonauten, ein Heldenroadtrip, und hatte jetzt Ende März Premiere. Was ich hier zeige, sind nicht Bilder, die man auch auf der Webseite sehen kann, die kann sich jeder selber angucken, sondern das sind Fotos, die ich einfach für das Leitbild auch und für das, worüber ich rede, ganz anschaulich finde. Das ist eine Stellwand,
die im Laufe der Aufführung produziert wird und dann am Ende wie einer Schlussausstellung vorne an die Rampe geschoben wird und dann auch die Zuschauer einlädt, sich das anzuschauen, dann auf die Bühne zu kommen nach dem Ende der Aufführung und sich die Jetztzeitforschung, könnte man sagen, der Schauspielstudierenden anzuschauen. Die sind in dem Probenprozess mit zwei Bussen an die Ränder Europas gefahren, beziehungsweise an die nördlichen Ränder Afrikas. Also die Frage, was treibt einen an, was würde einen heute antreiben, um durch Wüsten und Kontinente zu reisen, um das goldene Vlies zu finden, also die Argonautensage, einerseits Schauspielstudenten auf der Suche nach Engagement, könnte man sagen, andererseits aber eben vielleicht auch die Flüchtlinge, die versuchen, die Festung Europa zu erreichen. Und ihnen war dann die Arbeit am Tisch nicht mehr genug und sich also aus der Distanz mit dem Flüchtlingsthema zu befassen oder mit Dokus, sich Dokus reinzuziehen und sind dann tatsächlich mit zwei Bussen nach Ceuta und nach Melilla gefahren, also die spanischen Enklaven in Nordafrika, die extrem gesichert sind und in deren Wäldern Flüchtlinge oder Menschen, die versuchen, darauf hoffen, irgendwann die Festung Europa zu bezwingen, seit Jahren unter niedersten Bedingungen leben und wurden dort auch ganz schnell mit so Fragen konfrontiert. Was machen wir hier? Machen wir hier Gegenwartsforschung für eine Produktion oder betreiben wir Elendstourismus? Also es gab eine sehr kritische Reflexion mit dem, was sie machten. Sie haben ihren Reiseproviant dort verteilt, sind auch relativ schnell mit den Menschen in Kontakt gekommen, haben gesprochen, haben Interviews gemacht, ein Kameramann war auch dabei und die O-Töne wollten sie unbedingt auch Teil ihrer Inszenierung machen. Also den Menschen selbst, die sie nicht mitnehmen konnten, um auf die Bühne in Köln zu gehen, denen eine Stimme geben und da was zu vermitteln, sich auch zur Verfügung zu stellen, wie es vielleicht Medien nicht können, also als Mensch. Menschlich zur Verfügung zu stellen und das mit zurückzutragen. Das ist nur so ein Beispiel, denke ich, wie sich dann das Leitbild, das wir haben, produktiv auch umsetzen lässt. Eine interessante Sache ist vielleicht noch, dass Sie dann auch ein Asylantenheim in Köln besucht haben, also die Menschen treffen wollten, die es vermeintlich geschafft haben und die eingeladen haben zur Premiere. Und das wirft natürlich dann auch unter den Studierenden die Frage auf, wann gehen Asylanten ins Theater? Also was muss ich ändern, damit mehr Asylanten aus den Asylantenheimen, warum erreichen wir die nicht oder verhandeln wir nicht deren Thematik? Und ja, es wirft auch fürs Theater Fragen auf, was ich verändern könnte oder müsste oder inwiefern eben auch Schauspielausbildung einen kleinen Schritt zu so einer Veränderung beitragen kann, dass dann eben Asylanten bei einer Premierenfeier dabei sind. So. Was ist denn eigentlich das Ziel der Ausbildung? Künstler zu formen, Dienstleister, Menschen mit erhöhter sozialer Kompetenz, vermittelbare Arbeitnehmer? Dienstleister sicher nicht, das kann ich ausschließen. Künstler, was war es noch? Menschen mit erhöhter Sozialkompetenz, ja, also, vermittelbare das sind, Arbeitnehmer. Das sind Bühnen, das sind Theatermenschen eigentlich im Idealfall meistens. Wenn man sozial, ja, also mit erhöhter Sozialkompetenz auf alle Fälle, denn die Forschung des Schauspielers betrifft ja die aktuelle Gesellschaft und die Menschenbeobachtung. Also wir arbeiten sehr viel aus der Beobachtung auch. Und vermittelbare, klar, ja, natürlich. Ich sage immer Schauspiel. Ich finde den Begriff des Dispositivs sehr, sehr passend, wenn man über professionelles Schauspielen spricht, weil es ist ja nicht die Schauspielschule alleine, es ist ja dieses Netzwerk, in das, was wir machen, eingebunden ist. Ne? Die Institution Theater, wo sich was zu ändern beginnt, was ich sehr spannend finde. Aber auch die Institutionen, die einfach nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland auch an Kulturförderung gewachsen sind, zum Teil auch beibehalten wurden. Das kann man durchaus auch historisch aufrollen, was sich da verschaltet hat, auch im Sinne vom Arbeitsamt. Früher war es die Zentrale für Bühnen- und Fernsehvermittlung.
die nur den staatlich anerkannten Schauspieler vermittelt hat. Heute ist es die ZAV. Also, und natürlich, wir machen, die Ausbildung verspricht natürlich was. Die verspricht, dass man die Studierenden vermittelt. Und da hat man auch ein Stück weit eine Verantwortung als Schule. Man möchte nicht, dass die Leute hinterher auf der Straße sitzen und arbeitslos sind. Wer möchte das? Ja? Dass man begleitet die mehrere Jahre und möchte natürlich, dass sie ins Engagement kommen. Aber auch das ändert sich. Also, das ist schon lange nicht mehr so, dass unsere Absolventen feste Bestandteile von festen Ensembles sind, sondern die reisen mit Regisseuren mit. Also Kriegenburg ist ein Regisseur, der sehr häufig mit unseren Absolventen arbeitet und die mitnimmt, Thalheimer. Und auch, und ja, so verändert sich auch da eine Struktur, denke ich. Das sind die Ensembles, die sich um Regisseure herumbilden, die dann für Produktionen mitreisen und nicht mehr die Ensembles, die fest an einem Haus sind und da auch jahrelang bleiben. Das ist ja schon lange nicht mehr der Fall. Annemarie Matzke, die Ausbildung in Hildesheim ist ähnlich legendenumrankt und mythisch wie die Schauspielschulen, die staatlichen Schauspielschulen, die ja auch alle merkwürdige Institutionen sind, in die man viel zu selten reingucken kann. Wie genau sieht das aus? Wer geht da rein? Wer kommt da raus? Zum Beispiel er. Ich glaube, der Unterschied ist erstmal, also als ich gefragt wurde, Schauspielkunst oder Schauspielausbildung hier auf dem Podium zu sitzen, habe ich als erstes gesagt, da bin ich falsch. Wir machen keine Schauspielausbildung. Und zwei Sachen eigentlich, nämlich zum einen ist der Begriff Ausbildung erstmal ein falscher Begriff. Das ist ein Studium und wenn hier gesprochen wird, wir bilden für ein Theater aus, es ist keine Ausbildung für etwas, sondern es geht erstmal bei uns darum, als Studium zu sagen, wir wissen eigentlich gar nicht, wie das Theater aussehen wird, das unsere Studenten später mal machen werden. Das heißt, ich kann nicht einen Theaterbegriff schon vorgeben, sondern diese Studiengänge gehen davon aus, dass eigentlich die Studierenden innerhalb ihres Studiums in eine Lage versetzt werden sollen, durch verschiedene Angebote, durch Arbeit miteinander, selber zu befragen, was kann Theater überhaupt sein und eine neue Form auch von Theater zu entwickeln. Und damit habe ich auch erstmal ein ganz anderes Setting. Ich setze mich nicht damit auseinander, was findet an den Theatern statt, was brauchen die Theater, sondern ich frage, was ist Theater? Also nicht von einem, eigentlich auch nicht von der Jetztzeitforschung, sondern man könnte es dann fast als eine Zukunftsforschung begreifen. Also immer wieder zu hinterfragen, wie kann Theater auch anders gedacht werden? Und das Besondere ist dann, glaube ich, in diesen unterschiedlichen Studiengängen, dass es stärker um einen Bildungsbegriff als um einen Ausbildungsbegriff geht. Das ist natürlich auch, ich will das jetzt gar nicht abschmeißen, aber wenn man die so nebeneinander stellt, also das ist kein vorgefertigtes Setting, das und das muss ich können oder es gibt eine Vorstellung dessen davon, sondern dass es die Aufgabe für uns ist, Formate zu schaffen, in denen etwas Neues passieren kann. Und das heißt, dass die Studierenden sehr stark Projektarbeit machen, sehr stark miteinander arbeiten, aber, und das ist das Besondere, in Hildesheim vor allem auch interdisziplinär arbeiten, also in verschiedenen Künsten. Es ist nicht erstmal ein Studiengang, der nur auf das Theater ausgerichtet ist, sondern sie haben immer eine zweite Kunstform, auch als Nebenfach. Es gibt ein sehr starkes Medieninstitut. Es gibt beispielsweise ein Beispiel für eine Theatergruppe, die da eine ganz neue Form gefunden hat, wäre Machina X, die quasi in den Game Studies sehr stark waren und dann angefangen haben zu sagen, eigentlich haben wir Spaß an Computerspielen und wir wollen Theater machen. Wie kann man das miteinander verbinden? Das ist, glaube ich, immer so ein sehr Beispiel für eine Gruppe, die wirklich dann versucht hat, eine neue Form zu finden, aus verschiedenen Angeboten und aus verschiedenen Interessen. Und das heißt aber auch sehr stark, wenn ich frage, was kann Theater sein, auch erstmal von einer kritischen Perspektive auf die Institution Theater auszugehen. Also was heißt es auch anders zu arbeiten? Und ich glaube, das ist so das, was gerade sehr stark bei unseren Studierenden auch vorherrscht. Wir organisieren gerade wieder ihr eigenes Festival, was sie ganz eigenständig machen, Transeuropa. Und da setzt sich auch wieder die Überschrift, wie wollen wir eigentlich arbeiten? Also zu fragen, was sind Arbeitsstrukturen, was sind auch andere Arbeitsstrukturen? Und damit auch erstmal natürlich die traditionelle Aufteilung von Regie, Schauspiel, Autorschaft zu hinterfragen und immer wieder neu auch zu fragen, was heißt es, auf eine Bühne zu gehen, was heißt es auch, auf eine Bühne zu gucken und vielleicht jemandem Kritik zu geben, das aber nicht mit den klassischen Berufsbildern erstmal gleichzusetzen. Das heißt, wie gesagt, es sind Dramaturgen rausgekommen, Regisseure aus diesem Studiengang, auch Theaterpädagogen, Theaterwissenschaftler, sehr unterschiedliche Berufsfelder.
Gibt es eigentlich einen Schauspieler-Performer, der aus Hildesheim gekommen ist, der irgendwo im Ensemble gelandet ist fest? Was müsstest du, also Susanne Abelein war eine ganze Zeit in Basel. Martina Gras in Freiburg, Bettina Gras in Freiburg. Es gibt einige, die müsste ich jetzt, wenn wir wahrscheinlich länger nachdenken würden, ja. Jens Hilje, Sie haben vorhin gesagt, dass das Gorki eine Plattform für Player ist. Das betrifft ja nicht nur Themen zum Beispiel oder auch nicht nur solche Arbeitsweisen mit dem Zentrum für politische Bildung, ganz genau, sondern das betrifft ja letztendlich auch das Schönheit, nicht Bildung. Es betrifft auch Michael Ronen, das ist auch ein Player, der bei uns... Das betrifft ja nicht nur solche Projekte, sondern das betrifft sogar ja auch das Ensemble zum Beispiel. Das besteht aus wie vielen Leuten, das Festangestellte? 18, 19. Genau, und dann gibt es ja eine assoziierte Gruppe von Schauspielern, die in verschiedenen Produktionen auftreten, die ist mindestens nochmal so groß. Ja. Und das ist ja nur auch kein Einzelfall mehr, sondern wenn man sich so anguckt, wie Theater arbeiten, als es jetzt um diese große Geschichte ging mit dem Ensemble und der Volksbühne, da hat man festgestellt beim Durchzählen, ich glaube, es gibt gerade noch 7 Schauspieler fest im Ensemble. 11 fest im Ensemble, aber es gibt ja eine größere Gruppe von Schauspielern, die da fest mit assoziiert sind. Ist das nicht auch schon so eine... sehr zeitgenössische Netzstruktur, die Ich würde Ensemble jetzt auch nicht unbedingt an der Zahl der Festverträge festmachen, sondern das, was natürlich, also gerade an der Volksbühne lässt es sich sehen, sondern das ist ja, natürlich sind, der Kern hat in Festverträgen angefangen, Kollegen gehen raus aus Festverträgen, es gibt sozusagen kompliziertere Karrieren, Entwicklungswege, wo man auch mal für 1-2 Jahre rausgeht, in andere Zusammenhänge geht, in Richtung Film geht, in Richtung Fernsehen geht, was ganz anderes macht, wieder zurückkommt, mit Regisseuren mitreist. Aber was entstanden ist, ist schon aus dem Kern am Anfang, aus einer gemeinsamen Auseinandersetzung, aus einem Ringen um eine Ästhetik und aus einem Ringen um eine Haltung ist tatsächlich etwas entstanden, was man dann nennt, da ist ein Ensemble, das will was, politisch, ästhetisch. Und wenn das einmal entstanden ist, dann kann das auch netzartige Strukturen weiter annehmen. Ich glaube, nur als Netz, als freies Netz, kommst du zu diesem Moment von kritischer Masse, von sich in eine Situation von, wir müssen jetzt hier mal 2 Jahre zusammen arbeiten und was entwickeln, kommst du nicht in so einen Startpunkt. Weil es sind ja organisch-menschliche Entwicklungen, das sind menschliche Entwicklungswege, die in bestimmten Rhythmen laufen. Und deswegen ist sozusagen eher der Ursprung das Interessante und deswegen ist natürlich eine der schönsten Sachen, die man machen kann, Ensembles zu gründen. Und wenn das glückt, dann entsteht etwas, was eine Eigendynamik bekommt und sich auch in verschiedene Formen von Verträgen und Zusammenarbeiten weiterentwickelt. Vielleicht Sie haben ja in den letzten 20 Jahren mit 3 Ensembles sehr eng zusammengearbeitet, zuerst an der DT-Baracke hier gegenüber. Dann an der Schaubühne und jetzt am Gorki. 20 Euro den Quadrat. Das waren ja ganz verschiedene Ensembles. Wie hat sich da Ihr Blick auf das, was Sie an Schauspielern brauchen für diese Ensembles verändert in den letzten 20 Jahren? Also auch, was Sie erwarten von den Leuten, die jetzt von einer Schauspielschule kommen zum Beispiel? Naja, sozusagen ich habe den größtmöglichen Schock, glaube ich, erlebt, als Hildesheimer hier ans Deutsche Theater zu kommen, was noch sehr stark von diesem wirklich Geist der alten Ernst Busch Kaderschmiede des DDR-Theater-Olymps und genau aus diesem Spirit raus gestaltet war, was genau wusste, wie Theater geht, was das Handwerk ist, dass es braucht, was die richtige Haltung ist, aus der dann gutes Theater entsteht. Das war sozusagen ein wirklicher Kulturclash. Natürlich ist das, was Baracke war, interessanterweise auch da entstand so etwas wie ein Ensemble, und zwar aus der Begegnung von 3 Spielweisen und 3 Spielkulturen. Also es ist sozusagen der Erfolg damals. Baracke wurde ja im 2. Jahr Theater des Jahres, das war auch so ein schrecklicher Hype, aber
Das Interessante, was passierte, war, es war die Begegnung von Schauspielern der Alten Schule des Deutschen Theaters mit Kollegen von der Volksbühne, die als Gast rauskamen, mit Kollegen aus der freien Szene. Sozusagen idealtypisch, diese drei Spielformen trafen aufeinander. Das hat ziemlich geknallt, aber das hat dann auch eine Spielweise hervorgebracht, die einerseits eine Präzision und einen weiteren Glauben ans Erzählen durch Spielen hatte, gleichzeitig aber die Kultur der direkten Kommunikation und Konfrontation und Selbstinfragestellung der Volksbühne mit eingebracht hat. Und da entstand etwas Neues. Ja. Brauchst du dieses Knallen auf der Bühne? Es braucht, was es braucht, ist eine es braucht Verschiedenheit. Es braucht sozusagen immer die richtige Mischung aus etwas Gemeinsames und etwas Verschiedenes. Und dann einen Raum, in dem das tatsächlich dieses Moment von kritischer Masse hat, also wo man dann auch in dem Raum bleibt, auch wenn es schwierig wird, und in die Konflikte reingeht und die ausagiert natürlich manchmal etwas extremer. Je jünger man ist, desto extremer, später dann vielleicht ein bisschen reflektierter. Aber natürlich ist die große Qualität, dass man da lernt zu verhandeln und diese Energie des Verhandelns mitnimmt in der Kommunikation mit dem Publikum. Das war zumindest immer mein Ansatz in den verschiedenen Konstellationen, in denen ich war. Es soll ja heute um die Schauspielausbildung der Zukunft gehen. Dazu müsste man vermutlich erstmal definieren, was das Theater der Zukunft ist, dass diese Schauspieler braucht. Was ist das Theater der Zukunft? Ich finde ja, dass Theater... Ausbildung oder auch Theaterbildung oder Selbstbildungsprozesse, das läuft ja auch alles damit, auch was, denke ich, was ihr in Hildesheim macht zum Teil, immer Bildungsprozesse für ein Theater der Zukunft sind. Es ist immer die Frage, natürlich, wie man sich das, es ist immer für Zukunft. Es sind Leute, die sind jetzt, die sind suspendiert in einem Ausbildungsprozess für etwas. Und es ist immer das Potenzial da und auch zum Teil die Notwendigkeit zu hinterfragen, wie man die Leute vorbereitet oder was man ihnen mitgibt, welche Fragestellungen man aufwirft. Das ist in Hildesheim sicherlich ganz anders, weil ja, wie du schon gesagt hast, eben nicht dieses Dispositiv des professionell ausgebildeten Schauspielers habt, das bei euch, an das die Ausbildung oder das Studium angedockt ist einfach. Ne? Aber Veränderung findet statt. Die findet, denke ich, in unterschiedlichen Bereichen unterschiedlich statt oder auch unterschiedlich schnell. Institutionen sind immer träge. Das haben wir auch ja vorhin von Matthias Lilienthal gehört. Also die Frage, wie mutig oder wie schnell kann eine Institution, gerade wenn es um Verschaltung geht von Institutionen, wie schnell kann sich das verändern? Wir hatten jetzt zum Beispiel im November einen Kurs in Slam Poetry für unsere Studierenden, also wo sie selber auch geschrieben haben, ihre eigenen Fragestellungen verhandelt haben, das auch zur Aufführung gebracht haben. Also da gibt es unheimlich viele Einflüsse, auch in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Literaturinstitut, an dem sich auch Dinge verändern. Ja, ich denke, es ist immer schwierig, ein Normativ vorzugeben, was das Theater der Zukunft sein sollte. Das ist das, was problematisch ist. Wir haben bestimmte Normative da, die sind gewachsen, die haben sich verschaltet, an denen arbeitet man sich ab, denen arbeitet man auch zu. Und es ist immer eine Frage, wie das dann im Detail aussieht, was man machen kann oder wie sich das auch einlösen kann überhaupt. Ne? Wenn die Leute dann ins Engagement gehen, in irgendwelche kleineren Theaterhäuser auch, die von Schließungsdebatten bedroht sind und so weiter. Da sieht das Theater, das dort vor Ort gemacht wird, nochmal ganz anders aus, ne? Aus der Not heraus auch. Und ich denke, man kann es nicht pauschal beantworten. Vielleicht wäre aber so ein Begriff, der jetzt bei uns allen gefallen ist, Autorschaft, also gar nicht hinsichtlich eines Theaters der Zukunft, sondern vielleicht, was gerade so verhandelt wird, als eine Frage, also wer ist eigentlich Autor seines Sprechens auf der Bühne und was bedeutet diese Autorschaft und was bedeutet auch eine besondere Verantwortlichkeit? Und dabei Autor nicht mehr an so eine individuelle Position hinter dem Sprechen gebunden, also der Dramatiker, der diesen Text vorgeschrieben hat, als ein Skript, dem alle folgen, sondern als eine Frage, inwieweit diejenigen, die auf die Bühne gehen,
eine Selbstverantwortlichkeit sowohl für das, was sie auf der Bühne tun haben, und das Zweite wäre, was uns sehr wichtig ist, auch eine Selbstverantwortlichkeit in den Strukturen, in denen sie sich bewegen. Also dass natürlich gerade oft so ein Punkt in Ensembles eine Schwierigkeit ist, da sind die Ensembles sehr unterschiedlich organisiert, also wie stark kann ich auch eine Eigenverantwortung übernehmen, was heißt es, wenn ich besetzt werde oder ich suche mir meinen eigenen Text. Habe ich das Gefühl, dass solche Fragen gerade stärker in den Vordergrund drücken, auch mit anderen Spielweisen, also die du auch beschrieben hast. Und das ist bei uns natürlich erstmal von einer gleichzeitigen Auflösung eines Autorbegriffs im Sinne eines auratischen Autors geht, also der einen und gleichzeitig einer Stärkung dessen als Autor auf der Bühne, also der Performer als Autor auf der Bühne. Zum Beispiel mein letzter eingangs beschriebener Moment mit euch, also mit Shishi Pop und Sebastian Bark und seinem Vater auf der Bühne, das war tatsächlich so ein Moment von, okay, das ist die Zukunft, wo ich auch wirklich dachte, scheiße, ich bin auf dem falschen Zug. Und die haben den richtigen genommen. Gleichzeitig ist das, was dann als Mechanismus einsetzt, dass du natürlich guckst und versuchst zu lernen. Und ich glaube, der interessante Prozess, der gerade stattfindet, ist zwar, dass wir nach wie vor tatsächlich fast ausschließlich Schauspieler, Schauspielerinnen im Ensemble haben, die eine Ausbildung gemacht haben, sprich eine Ausbildung in Stimme, Körper, Sprechen. Aber wo wir solche Momente suchen von, kann jemand auch performativer spielen? Und ich glaube, in dem Begriff performativ ist gar nicht so sehr gemeint, wie das jetzt durch die Zeitungen ging, das ist jemand, der kann spielen, tanzen und singen. Sondern der Moment ist eigentlich der von dir gerade beschriebene eigenverantwortliche Anteil. Also die Suche nach dem, was will ich erzählen? Und dementsprechend, wie werde ich auch in einem Arbeitszusammenhang, in einer Organisation, wie eine Produktion funktioniert, wie komme ich da auch mit dem, was ich erzählen will, vor und werde Teil einer Autorschaft und bin Autor meines Spiels, was dann wieder solche von mir eingangs beschriebenen Momente des Grenzen, angreifenden, grenzenüberschreitenden Spiels ermöglicht, wo ich spiele mit dem, wer bin ich, wer denkt ihr gerade, wer ich bin, bin ich gerade der Spieler, die Figur, bin ich gerade der Mensch, der ich im normalen Leben bin und als wer spreche ich gerade. Und das ist in der Lage, Momente von Verwirrung, Irritation auszulösen, die sowohl politisch als auch ästhetisch auf eine gegenwärtige Erfahrung von brüchig werdender, infrage gestellter Identitätskonstruktion verweisen und damit auf die aktuelle moderne Erfahrung. Und ich glaube, auf dem Weg liegt tatsächlich die Zukunft, weil das ist glaubwürdig und jemanden, der das macht auf der Bühne, dem glaube ich und dem höre ich zu. Und das ist das, was in der Vielstimmigkeit und der extremen Demokratisierung von Meinung, die stattfindet, ein immer wichtiger werdender Aspekt, der auf einmal in einem völlig paradoxen Umschwung Theater wieder relevant und heutig macht. Also das empfinde ich die letzten Jahre ganz extrem. Also als unerwartet hätte ich nicht gedacht vor 10 Jahren, dass das so kommt. Ich hätte da eine Frage, die auch mit auf die Frage zurückführt, was ist das Theater der Zukunft? Ist eine Notwendigkeit, ausgebildete Schauspieler im Ensemble zu haben, aufgrund der Bühnenarchitektur oder der Erwartungen? Ich meine, man hat Microports, man kann auch Leute so auf die Bühne stellen mit Microports. Ja, das wäre eigentlich nicht jetzt, so man sagt, Hinderungsgrund, aber im Prinzip erwartet man von einem gut ausgebildeten Schauspieler, dass er stimmlich und körperlich ein großes Haus füllen kann, ne, die große Bühne füllen kann, da auch eine Bewusstheit hat für die Bühnenpräsenz. Das ist so die Frage, wenn wir über Dispositive sprechen oder über diese Verschaltung, gehören die vielen Theaterhäuser, die wir in Deutschland haben, diese wunderbaren vielen Spielstätten, die mittlerweile ja auch von freien Gruppen genutzt werden, die gehören mit dazu. Und die ist die Frage auch eben, was erwarten wir? Also ist das was bei euch noch, was bei euch im Kopf schwebt, dass man eben, also für was braucht ihr am Gorki ausgebildete? Also wie kommt es? Das ist so eine Frage einfach. Wie kommt es, dass das Ensemble aus ausgebildeten Schauspielern besteht? Es ist jetzt gar nicht irgendwie negativ gemeint, sondern einfach nur eine Interessensfrage. Ich kann gerne dazwischen. Ich finde nur immer ich verstehe die Argumentation, ich finde sie aber ein bisschen absurd. Das heißt,
es ist so ein bisschen, wir haben diese Häuser im ausgehenden 19. Jahrhundert gebaut gekriegt und jetzt müssen wir Leute dafür produzieren, damit diese Häuser bespielt werden. Wenn ich es jetzt mal, egal ob das dem entspricht, wie wir unsere Wirklichkeit sehen, weil sie sind da. Das ist eine Argumentation, die sehr oft in so einem Bewahren besteht, die sagt, das ist einfach da und jetzt, da ist ja schon so viel Geld reingesteckt worden, da stecken wir jetzt noch ein bisschen mehr rein, weil dann, wir müssen da ja mit irgendwie mit umgehen. Und die nächste Frage wäre, was, also es ist ja eine Riesenfrage, was macht man mit diesen Häusern, gerade mit diesen Häusern, diesen vielen, vielen Häusern, die längst nicht, wir reden ja in Berlin immer von einer sehr guten Situation erstmal, wo wir ein großes Publikum haben, aber gerade, also ich bin in Hildesheim, da haben wir auch so einen wunderschönen Littmann-Bau, so ein wunderschönes Stadttheater, aber was macht man mit diesem Stadttheater Tag für Tag? Also als Bau. Deswegen würde ich eher immer andersrum denken, was wollen wir für ein Theater haben und was machen wir dann mit diesen Dingern, die wir da für, die uns dafür anscheinend zur Verfügung gestellt wurden? Nee, das hat, glaube ich, auch nochmal ganz viel damit zu tun, wer, also wo man gerade ist und mit wem man spricht. Weil natürlich tut sich auf der einen Seite in der Stadttheaterlandschaft in Deutschland extrem viel. Auf der anderen Seite gibt es wahnsinnig viele Stadttheater, die einfach vor sich hin wurschteln wie immer. Und deswegen wäre jetzt so ein bisschen meine Frage, es gibt ja drei Stadttheater, die mir in der letzten Zeit so ein bisschen aufgefallen sind. Da ist das Gorki mit dem sehr diversen Ensemble. Es gibt das Staatstheater Darmstadt, was ein sehr bunt zusammengewürfeltes Ensemble hat. Es gibt zwei Schauspieler, die im Rollstuhl sitzen, Samuel Koch und Jana Zöll. Es gibt Nicolas Fetti, Türksever und Moses Leo, das ist ein schwarzer Schauspieler. Es gibt die Münchner Kammerspiele, wo seit Johann Simons da ist, eben wahnsinnig viele Leute aus den Niederlanden und Belgien dabei sind, aber auch andere, also zum Beispiel Risto Kübers, die man nun deutlich anhört, dass Deutsch nicht seine Muttersprache ist, was aber ganz wunderbar klingt, oder Benny Claessens, das sind ja einfach so ganz großartige Schauspieler, denen man irgendwie an den Lippen hängt. Und jetzt ist es eh nochmal sehr spannend, was Lilienthal da macht, dass es kein klassisches Ensemble, kein rein klassisches Schauspielensemble ist. Ich glaube, davon können wir ausgehen. Was verändert, also zum einen, ist das das Modell der Zukunft? Und zum anderen, wie wird das die Schauspielausbildung verändern? Ja, wir können gerne öffnen in die Runde. Wo ist das Mikro? Das Saalmikro? Vielleicht kann ich da direkt nur kurz zu. Ich glaube auch, dass man aufpassen muss, halt vom normativen Theaterbegriff auszugehen. Dass wir sagen, es gibt das Theater oder das Theater. Und das ist natürlich auch die Frage, was ist die Schauspielausbildung? Heißt dann auch, glaube ich, dass es nicht die Schauspielausbildung geben wird, sondern verschiedene Ausbildungsmodelle. Das Problem ist eher, wenn es ganz stark natürlich ein politisches Programm gibt, bestimmte Ausbildungskonzepte stärker in den Vordergrund zu rücken oder stärker zu sehen, zu unterstützen und andere Dinge dann nicht gesehen werden. Das glaube ich ist eher. Ich glaube aber, dass man dann die Theaterformen gegeneinander ausspielt, darum kann es, glaube ich, nicht gehen. Das denke ich auch und es ist auch immer die Frage, die ich anfangs schon gestellt habe, wie geht man mit den Mitteln um, die man hat? Also auch die Frage, was macht man mit diesen Theaterhäusern? Es ist die Frage, was bringt man auf die Bühne? Wen bringt man auf die Bühne? Was verändert sich da? Also man kann ja diese Bauten, die wir haben, nicht einfach, darum ging es dir ja, denke ich, auch nicht in deinem Beitrag zu sagen, die müssen wir komplett hinterfragen und abschaffen. Das ist die Frage, was macht man damit? Wie werden sie genutzt? Wie werden sie notwendig auch für die Gemeinschaft und gemeinschaftsbildende Prozesse? Und von daher denke ich auch, es ist nicht so pauschal zu beantworten. Es geht auch nicht um eine Polarisierung, sondern es geht immer um die Frage, was macht die Einzelnen damit? Und es gibt so viele verschiedene Ausbildungsprogramme für Leute, die Theater machen wollen und so viele verschiedene Bereiche, in denen sie später arbeiten können und wie sie was verändern können, dass man im Prinzip, es kann nicht darum gehen, jetzt hier ein starres Bild von einem Zukunftstheater zu entwickeln und so soll es sein und so sollen sich alle daran richten und danach ausbilden. Ich denke, darum geht es hier auch nicht auf dem Podium. Es ist eher die Frage, wie schaffen wir Diversität, wie schaffen wir eine Öffnung, um bestimmte Prozesse zu ermöglichen, Wandlungsprozesse, die man gesellschaftlich auch beobachten kann.
Ja, jetzt haben Sie es vielleicht schon ein bisschen vorweggenommen. Ich hatte anschließend daran die Frage tatsächlich in der Realität, die Schauspielausbildung. Wir sprechen ja davon, wenn wir 18-, 19-jährige Schauspielerinnen und Schauspieler ausbilden, von zugespitzt, polemisch zugespitzt, die weiße Mittelstandsschicht, die jetzt auf einmal ihre Biografien uns erzählen, so sehr ich das unterstützen mag, aber ist das tatsächlich das Reservoir von Geschichten? Sie mögen ein Jahr durch Indien gereist sein. Der Erfahrungshorizont dieser 19-Jährigen, ist das tatsächlich der Pool unserer Geschichten, die wir dann auch uns erzählen wollen? Polemisch zugespitzt. Naja, ich meine, sagen wir, dass der Punkt, der interessant ist am Ensemble des Gorki, ist natürlich, was passiert ist, ist das, was sich mit dem sogenannten Hintergrund verbindet, ist vor allem ein anderer sozialer Hintergrund, der sich natürlich mit den Namen verbindet. Das hat aber auch damit zu tun, dass sowohl Shermin Langhoff als auch ich klassische Aufsteigerkinder sind, jeweils die ersten Abitur gemacht haben und so weiter und dann eine Karriere geschafft haben und dementsprechend vielleicht dafür eine andere Sensibilität haben beim Engagieren. Vielleicht sind dadurch überhaupt erst die anderen Namen ins Spiel gekommen. Also das heißt, es ist eine ganz andere soziale Zusammenstellung auch in dem Ensemble. Und was ich sage, ist natürlich, jetzt wenn ich es unverblümt sage, dann ist es natürlich, dass das alte Leitbild der Schauspielschulen war nun mal, glaube ich, wie man es uns damals noch beigebracht hat, Ensemble hast du, wenn du zweimal Minna von Barnhelm durchbesetzen kannst. Und das ist nochmal so ein bisschen, das war früher mal so, das war so hier, was man da drüben so gelernt hat, wenn man angefangen hat. Und das heißt natürlich, andere Leute suchen, andere Leute auch in die Schauspielschulen bringen, die jetzt nicht nur Mittelschicht sind oder einen Hintergrund haben, wo die Eltern in zweiter, dritter, vierter Generation Akademiker sind und sich dementsprechend ein Kind leisten können, das Künstler wird, wo das Kind auch nicht zum Familieneinkommen beitragen muss, wo das Kind am Anfang der Karriere, die ja irgendwie finanziell sehr schwierig ist, auch noch unterstützt wird. Und dementsprechend gibt es da auch eine soziale Zugangsbeschränkung. Es gibt auch Modelle von, wie, um damit anders umzugehen, warum das flämische Theater oder die flämischen Schauspieler und Schauspielerinnen zu so einem großen Einfluss geworden sind, hat auch mit einerseits damit zu tun, dass es in Belgien die beste Grundsicherung für Künstler gibt. Wenn du da einmal drin bist, bist du drin und kannst extrem frei arbeiten als Schauspieler, Schauspielerin, als Theatermacher und suchst dir die Projekte aus. Du machst nur Sachen, die du willst. Das ist sozusagen auch sozial kein Risiko, was du da machst. Wenn du halbwegs gut bist, bist du da drin und kannst dich als Künstler entfalten. Gleichzeitig machen belgische Schauspielschulen Dinge wie nicht ein Jahr am Schluss andere Theaterformen ausprobieren, sondern ein Jahr zwischendrin Sozialarbeit machen und dann wieder zurück in die Schauspielschule. Also es gibt verschiedene Modelle, wie man zu anderen Erfahrungen kommen kann und wie man andere Perspektiven und Erfahrungen in die Ausbildung holen kann. Da muss man sich aber aktiv bemühen und die reinholen, sagen nicht sich auf den klassischen Ansturm verlassen. Das ist genau das, sozusagen, wenn du ins Haus kommst, grüß erstmal, erwarte nicht, dass du begrüßt wirst, weil sozusagen das alte Paradigma im deutschsprachigen Theater ist, wer sich am meisten anstrengt, der darf dann am Schluss auch rein. Und die besondere Leistung jetzt zum Beispiel von so jemand wie meiner Kollegin Shermin Langhoff war, Kollegen, die auf einem ganz anderen Weg waren, eher natürlich eben in Richtung Fernsehen und Film, wenn sie sich für Spielen interessiert haben, ins Theater zurückzuzerren, zum Teil gewaltsam, damit sie nicht irgendwie die falschen Karrieren machen. sondern die richtigen für die Kunst, gegen den Kommerz, mit Haltung und Politik. Nein, aber das ist natürlich eine bestimmte Haltung, aber die ist aktiv und die will jemand reinholen und hat auch eine Zielvorstellung davon, wer da drin vorkommen sollte. Und vielleicht kann ich noch dazu, es geht nicht darum, dass es allein um autobiografische Geschichten geht, wenn ich um Autorschaft spreche, sondern es geht darum, dass nicht die Studierenden Hauptsache aus ihrem eigenen Lebenserfahrungshorizont erzählen, sondern viel stärker sich als diejenigen begreifen, die das Theater machen. Und das heißt auch zu fragen, welche Verantwortung, über wen spreche ich oder was erzähle ich genau, und da eine eigene Autorschaft stärker zu machen, im Gegensatz zu einem Konzept, das erstmal dem Regisseur in einer traditionellen Vorstellung die Verantwortung für die Inszenierung gibt und dem Schauspieler, es gibt ganz oft Kritiken, die sagen, ja, die Schauspieler waren toll, der Regisseur hat es verbockt. Das ist erstmal eine Theatervorstellung, mit der
wir nichts anfangen können, sondern dass es darum geht, erstmal diese Hierarchie zwischen diesen drei Positionen, Dramatiker, Schauspieler, Regisseur zu hinterfragen und zu sagen, Leute in eine Position zu bringen, zu fragen, was sind überhaupt Themen, die wir verhandeln wollen auf der Bühne und welche Form müssen wir dafür finden. Das eine Form ist beispielsweise, sich selbst damit auch mit auf der Bühne zu thematisieren, in der direkten Kommunikation sich selbst als Autor auszustellen, das aber oft auch als ein politischer Vorgang, also zu sagen, es gibt keinen Dramatiker, den ich für das, was auf der Bühne passiert, keinen Autor, keinen Regisseur dafür beschimpfen kann, sondern ich bin derjenige, der hier auf der Bühne ist, ich stehe für das ein, was ich auch sage. Und das ist in der Praxis, in der Ausbildungspraxis, jetzt wenn ich nochmal für Leipzig sprechen darf, eben auch eine harte Arbeit, weil man zum Teil eben junge Menschen hat, die sich bewerben, die sehr satt sind, die sich sehr gerne bedienen lassen, die mit so einer sehr schülerhaften Haltung ins Studium reingehen. Und das Grundstudium, sage ich mal, bei uns am Haus, die ersten zwei Jahre, ist wirklich so eine krasse Realitätskonfrontation, eben auch zu sagen, wir bedienen euch nicht. Ja? Wir arbeiten mit euch an Projekten, an Szenen, aber es ist nicht eine, wir wollen gerade diese Bedienhaltung reflektieren und auch, dass die Studenten allein zugreifen und sagen, ich bin für das verantwortlich, was ich mache, wie ich mich in den Probenprozess einbringe, welche Haltung ich auch zu dem Text, den ich sprechen muss vielleicht dann später, habe. Da habe ich immer noch eine Möglichkeit über die Weise, wie ich meine Haltung dazu spiele, mich auch irgendwie noch in den beklemmendsten Situationen einzubringen und eine politische Position zu beziehen. Was ich zur Auswahl noch sagen kann, wir schöpfen natürlich aus einem Bewerberpool und wir haben, weiß nicht, vielleicht muss man da mal drüber nachdenken, aber da wir so einen großen Ansturm haben von Bewerbern, einfach erstmal keine Kapazität, jetzt würde ich sagen, rauszugehen, zu gucken, wen holen wir jetzt noch rein, wen fordern wir jetzt noch zusätzlich auf, aber es wäre mal eine Idee, darüber nachzudenken. Aber wir versuchen schon, wenn wir die Studienjahresgänge, die Studienjahre zusammenstellen, am Ende von so einem Bewerbungsjahr, darauf zu achten, dass soweit es eben möglich ist aus dem Bewerberpool, der möglichst heterogen ist. Also wir gucken auch immer wieder gezielt nach sogenannten Kellerkindern. Das ist jetzt ein blöder Begriff, aber einfach um den mal zu konterkarieren, das ist genauso ein blöder Begriff wie der Begriff der bürgerlichen, satten Kinder, die mit einer Kunsthaltung das Studium anfangen. Die gibt es alle. Und die treffen aufeinander, es gibt Clash, es gibt Reibungen, und wichtig ist uns einfach, dass die Leute offen sind für Veränderungen, sich gegenseitig zu verändern, sich aneinander zu reiben, das produktiv zu machen und auch das, was sie nicht aus der eigenen Erfahrung mit reinbringen, sich anzueignen über Forschung, über Lesen, über Beobachten, über Gesellschaftsbeobachtung, also da eben auch das, was sie nicht selber als autobiografischen Hintergrund mitbringen, auf sich anzueignen. Das ist ja eine Aufgabe des Schauspielers, die ihn ein Leben lang begleitet. Da immer wieder wach zu sein und zu gucken, in was für einer Gegenwart lebe ich denn. Es gab noch Publikumsmeldungen, mehrere. Ich würde gerne danach fragen, ob wir den Diskurs auch ein bisschen in Richtung Regie öffnen könnten. Die Regieausbildungen sehen sehr unterschiedlich aus. Wir haben im schlimmsten Fall, für mein Gefühl, in Volkwang nur einen einzigen Regiestudenten, der dann mit sich selbst alleine ist und als einziges gegenüber die Schauspieler kennt und angenommen wird, aber nur, wenn er mal mindestens 5, 6, 8 Jahre mehr auf dem Buckel hat als die Schauspielstudenten. Und mich würde interessieren, wie viel Affinität auch für Regisseure, die Autodidakten sind oder die was ganz anderes einfach studiert haben in Form von Bildung und nicht in Form von Ausbildung, an Häusern wie dem Gorki herrschen kann. Gibt's ja. Ich meine, jetzt habe ich schon wieder einen Namensblackout, aber Hakan ist doch zum Beispiel, kommt doch zum Beispiel vom Film und kommt aus einer ganz anderen. Ja. Hakan Savaş-Mitschan, ich überlege gerade, haben wir jemanden, einer unserer Hausregisseure ist Hildesheimer, hat keine Regieausbildung, ist Sebastian Nübling. Eli Ronen, die zweite Hausregisseurin, hat im Kibbutz-Theater gelernt, also jetzt nicht eine klassische Schauspielschule oder Regieschule gemacht. Nurkan Erpolat war der erste türkische Absolvent der Ernst Busch.
Und hat dementsprechend die klassische deutsche Ausbildung gemacht. Ein ähnlicher Ansatz wie bei Spieler und Spielerinnen ist das, was das Ballhaus getan hat, das Ballhaus Narlinstraße. Und natürlich einerseits wieder Regieleute, hauptsächlich die in Richtung Film unterwegs waren, in Richtung Theater zu ziehen, aber auch gerade über die Arbeit mit nicht professionellen Spielern zukünftige Regisseure, Regisseurinnen auszubilden, bis hin dann zu sozusagen gestalteten Projekten. Das war dann zum Beispiel ein Antrag, den man dann formuliert, wo dann eine Werkstatt entstanden ist. 3 Schauspielerinnen dürfen das erste Mal, die interessiert sind, dürfen ihre erste Regie machen und die dann sozusagen auf diesem Weg einfach aus der Arbeit als Schauspielerinnen heraus in die Regie gewechselt sind. Eine davon, Nora Abdel-Maksoud, die angefangen hat mitzuarbeiten bei uns in Verrücktes Blut im Ensemble, damals Absolventin und Schauspielerin, einige Produktionen am Gorki gemacht hat, die jetzt am 8. Mai ihre erste kleine eigene Premiere im Studio im Gorki hat. Das ist zum Beispiel ein Weg, den man sozusagen jenseits von Regieausbildung, Regieinstituten als Theater schaffen kann, um die Erfahrung, die man braucht, hinzukriegen. Ich finde auch da nochmal wichtig zu gucken, die Regieausbildung ist ja noch jünger als die Schauspielausbildung. Also es gibt sie noch gar nicht so lange, überhaupt die Vorstellung, dass man sowas braucht wie ein Regiestudium. Und zum anderen, das, was Sie beschrieben haben, ist ja genau, dass da auf eine Weise eine Struktur des Betriebs wieder abgebildet wird. Also der Regisseur muss ein bisschen älter sein und er muss eine bestimmte Hierarchie schon zu den Schauspielstudenten einnehmen. Und das finde ich genau das Problematische, dass da sich ein bestimmter Betrieb schon in den Ausbildungsstätten reproduziert. Also wie auch ein Verhältnis zueinander gedacht wird, also dass das Verhältnis schon gesetzt wird und nicht mehr erstmal auszuhandeln ist, wie man eigentlich miteinander arbeitet. Es gab noch ganz viele Meldungen. Mich würde interessieren, jetzt nicht nur, weil wir auf einer Konferenz Theater und Netz sind, sondern weil ich glaube, dass neben Interkultur, Digitalisierung jetzt nicht nur was mit Vermittlung und anderen Ästhetiken zu tun hat, sondern anthropologisch und sozial wahnsinnige Konsequenzen haben wird. Und ob das jetzt Gedächtnis ist, Wahrnehmung, Kommunikation. Und da würde mich interessieren, bei der Ausbildung, inwieweit, aber auch an den Theatern, ästhetisch oder auch wissenschaftliche Forschung betrieben wird, welche Rolle das spielt, welche interdisziplinären Projekte da stattfinden. Also was macht ihr da in dem Bereich? Ja, das könnt ihr euch anschauen, wenn ihr bei Michael Runen vorbeischaut. Der ist bei uns auch als Schauspieler, Regisseur, Performer am Haus und der forscht wirklich an der Zukunft des Theaters. Setzt die Brille auf, dann wisst ihr, wo es hingeht. Also ich glaube, bei uns, wir haben das Medieninstitut, das sich mit verschiedensten Formen von Inszenierungen auch im Netz beschäftigt. Es gibt sehr viele Forschungsprojekte von Studenten, die Theaterinszenierungen im Netz überlegen. Es gibt immer wieder, ich glaube, der Ansatzpunkt ist überhaupt zu denken, nicht mehr in klaren Kategorien und Gattungen zu denken, also das Theater, Medienkunst, bildende Kunst, sondern das von vornherein, es gibt bei uns ein großes Semester, das Projektsemester, wo sie über ein ganzes Semester an einem Projekt arbeiten und das sind sehr oft Projekte, die in ganz verschiedenen Medien stattfinden, also dass es sowohl die Theateraufführung gibt, als auch eine zweite Arbeit, die beispielsweise eine Videoinstallation ist oder ähnliches. Also dass es sehr stark immer nochmal um Fragen geht, für welches künstlerische Format brauche ich welches Medium. Also nicht zu sagen, ich mache Theater, sondern erstmal zu sagen, ich habe eine Idee, etwas umzusetzen und welches Medium brauche ich dafür. Also andersrum nochmal auf diese Gattungsbezeichnung zu gucken. Ja, bei uns ist die Gattungsbezeichnung inhärent in der Ausbildung, ist ganz klar. Also es ist eine Schauspielausbildung und die Studenten, die beschäftigen sich sehr viel mit ihren Körpern erstmal in den ersten 1-2 Jahren. Das ist einfach so gesetzt. Aber es gibt und gab auch in der Vergangenheit immer wieder Projekte, bei denen sich die Studenten auch untereinander vernetzen, also mit dem Dramaturgiestudiengang bei uns am Haus, mit der HGB, wo dann auch Projekte entstanden sind, in denen Video zum Einsatz kam, also eher so performativen Charakter hatten, auch in Galerien in Leipzig
Events stattfanden, wo dann immer wieder auch Studierende von uns mit dabei sind und Projekte machen, der Baumwollspinnerei. Also die sind schon untereinander vernetzt, aber das ist jetzt nicht so, dass es von oben irgendwie vorgegeben wird, ihr müsst euch da jetzt vernetzen, ihr müsst jetzt da irgendwelche Projekte machen, sondern die machen das einfach untereinander und da ist auch Interesse für da und Offenheit. Also eine Arbeit, die auf so einer studentischen Basis entstanden ist, die wurde dann auch beim Schauspielschultreffen, dem offiziellen von der SKS, das in Leipzig ausgetragen wurde vor einigen Jahren, wurde dann auch im Rahmen des Programms gezeigt, wo dann die Studenten einfach da ihr eigenes Projekt auch da präsentieren konnten. Also da ist schon eine gewisse Durchlässigkeit auch da. Aber es ist eher so, dass das nicht von oben her so vorgesehen wird, sondern das entwickelt sich einfach so auf einer Basisebene untereinander. Zur Jetztzeit wollte ich anmerken, dass die meisten Stadttheater, glaube ich, nicht, wie Sie das gerade gesagt haben, einfach so weiter dümpeln wie immer, sondern dass da seit 20 Jahren einfach eine Entwicklung ist, die heißt immer mehr produzieren mit immer weniger Künstlern, die immer schlechter verdienen. Das ist die Realität, da ist nichts, wie es immer war, sondern da dreht sich eine Schraube, ein Gagendumping immer weiter. Das ist auch jetzt Zeit. Gestern wurde hier so schön von über die Fläche, in der Fläche, wie sieht das Theater in der Fläche aus? Die Schauspielausbildung ist ja nun mal nicht, sag ich mal, für die Leuchtturmhäuser grundsätzlich gedacht, sondern auch für die Fläche. Wird in irgendeiner Weise auf dieses Berufsleben, auf diese Realität von 1650 Euro nicht Mindestlohn, sondern normalerweise ja mittlerweile, wenn man nicht Chor oder Orchester ist, Einheitsgage an den deutschen Stadttheatern, wird in irgendeiner Weise auf diese Jetztzeit, werden die Studenten darauf vorbereitet, wird da eine Haltung zu eingenommen? Da wird ganz klar eine Haltung zu eingenommen. Wir beobachten das auch seit Jahren mit Erschrecken, was da passiert. Und wie da auch Selbstausbeutung, das ist immer wieder auch ein Thema, Ausbeutung, Selbstausbildung in künstlerischen Berufen, war auch gerade ein großes Symposium dazu bei uns an der Hochschule organisiert. Denn es betrifft nicht nur die Schauspieler, sondern auch Dramaturgen, denen geht es immer noch ein bisschen besser, aber es geht ja nicht darum, wer hat das größere Stückchen vom Kuchen, sondern es geht um eine generelle Entwicklung, die man kritisch betrachten, reflektieren und auch in die Öffentlichkeit bringen muss. Wir haben ja dieses Studiosystem und die Studierenden sind ab dem dritten Studienjahr in Theaterhäusern, also auch in Halle, in Dresden, in Leipzig und in Köln, sehr unterschiedliche Häuser und sind dort sehr stark auch mit den Realitäten konfrontiert. Sie wissen, was Erstgage ist und das ist nicht immer 1,6. Das ist vielleicht im Anschlussvertrag dann der Fall, wenn man Glück hat, aber nicht im Erstvertrag. Es kommt auch mal drauf an, wo, ne? Ob man, in welchem Haus man ist. Das ist, ja, es ist Thema und ich weiß nicht, wie gut man, es ist ein Prekariat, ne, das wir produzieren auch. Das darf man auch nicht vergessen. Bei allem. Kann man da als Ausbildung intervenieren? Kann man da irgendwie die Leute darauf vorbereiten, moralisch stärken? Ja. Naja, also zum Beispiel, ja, also das ist halt die Frage. Gibt es irgendeine Möglichkeit zu sagen, Leute, lasst euch nie auf solche Konditionen ein? Oder ist allen klar, dass das System so ist, dass wenn man eben nicht, wenn man nicht ja sagt, dann, dass man draußen ist? Ist es nicht vielleicht ein generelles Problem eines Ausbildungsprinzips, das den Betrieb schon vorwegnimmt? Also dass natürlich dann die Frage ist, wie stark kann ich, wenn ich für einen bestimmten Betrieb ausbilde und sage, ich überlege mir auch, welche Stadttheater brauchen, welche Schauspieler, dass dann nicht ein Problem ist, selber den Betrieb wiederum zu kritisieren beziehungsweise eine Position außerhalb einzunehmen, weil das fängt ja da an, dass angefangen wird, wie viele Leute dürfen wir überhaupt ausbilden. Es gibt einen viel größeren Wunsch von Schauspielerinnen und Schauspielern, oder jungen Leuten, die es werden wollen. Aber letztendlich ist es natürlich ganz schwierig, deine Position außerhalb überhaupt einzunehmen. Aber die Frage ist ja aber auch, es geht ja nicht nur um das Prekariat der professionell ausgebildeten Schauspieler, sondern es geht ja auch um das Prekariat der Performance-Künstler. Also denen geht es ja auch nicht wirklich besser. Und welche Möglichkeit hat man denn von außen? Also man kann von innen verändern, man kann auch von außen verändern. Ich glaube, man muss das nicht so ausschließen. Wir wirken insofern auf die Schauspielhäuser ein, indem wir versuchen, für unsere Studierende, zumindest solange sie noch unsere Studierende sind, gute Konditionen auszuhandeln. Das machen wir schon. Aber irgendwann ist dann die Frage, ist es denn wirklich ausgeschlossen, dass man von innen
verändern kann? Ist es nur der Performance-Künstler von außen? Geht es dem nicht genauso dreckig? Also worüber sprechen wir hier eigentlich? Ich glaube nicht, dass es darum geht. Es geht darum zu fragen, was ist das für ein Betrieb, der eine bestimmte Form von quasi Prekariat hervorbringt? Und natürlich geht es genau darum, auch die Kulturförderung zu hinterfragen, die in einem freien Theater nicht besser aussieht. Und trotzdem, glaube ich, ist es ein Unterschied, ob ich als junger Theatermacher anfange, meine eigene Gruppe zu gründen und mich in eine Situation setze, meine eigenen Arbeitsbedingungen auszuhandeln, so schlecht sie sein mögen. Oder ob ich einen Vertrag unterschreiben muss, der mir eigentlich kaum eine Form von Leben ermöglicht. Und das einfach nochmal zu fragen, in welchen Positionen, auch wie wird über Institutionen etc. nachgedacht. Und ich glaube, da geht es darum, in beiden Fällen darum, ein stärkeres Verständnis, auch ein politisches Verständnis für den Betrieb, in dem man ist. Brecht hat mal gesagt, du musst erstmal verstehen, dass du auch ein Angestellter bist, wie jeder andere Angestellte. Und dass wir ganz stark aufpassen müssen, auch über die Schauspielausbildung da nicht eine Glorifizierung eines bestimmten Berufes zu schaffen, die bestimmte ganz ökonomische Situationen verkennt und die auch immer mitzudenken, in jedem Tun, was passiert. Wir haben in den Theatern eine furchtbare Situation, dass da Intendantengehälter bezahlt werden. Das war ja eine große Diskussion auch auf Nachtkritik etc. Da werden Intendantengehälter bezahlt, die höher sind als in der Industrie und gleichzeitig ein riesiges Prekariat an Schauspielern. Und das ist erstmal eine furchtbare Situation und gleichzeitig sprechen wir davon, wir bilden Leute für etwas aus. Und wenn wir sie für diese Situation ausbilden, dann haben wir, finde ich, machen wir erstmal keinen guten Job. So. Wobei die Frage ist ja auch, lässt sich da nicht mit dem Netz, wenn wir schon hier bei der Netzkonferenz sind, mit der Vernetzung dagegen also sozusagen gewerkschaftlich was unternehmen, indem man sich halt einfach viel besser, also als Absolvent zum Beispiel oder als Student, als Studierende miteinander vernetzt, um zu gucken, was geht und was nicht. Also wenn ich zum Beispiel mir irgendein Angebot einhole oder so oder ein Angebot abgeben muss, gucke ich natürlich auch, frage ich nach bei den Kollegen, was kriegt ihr und so weiter, damit ich mich da nicht in irgendeine Dumpingspirale wäre jetzt einfach mal die Frage, müssen wir jetzt auch nicht beantworten. Wir haben noch wahnsinnig viele Fragen im Publikum. Wir könnten vielleicht auch mal kurz sammeln, genau, weil wir sind hier sozusagen bei, der Countdown läuft. Ich würde sagen, wir sammeln jetzt einfach mal kurz drei Statements und dann versuchen wir, die noch irgendwie zu beantworten. Also das ist zwar mehr eine Frage als ein Statement. Genau aus dem gerade beschriebenen Grund würde mich interessieren, inwiefern ihr die Kritik von Bernd Stegemann nachvollziehen könnt, der die Ästhetiken des Performativen im Schauspiel, Schrägstrich der erweiterten Autorschaft, in diesem letzten Buch relativ ähnlich beschreibt, wie ihr das jetzt getan habt, der nur eben nicht das Loblied darauf singt, sondern sagt, genau das öffnet die letzten Tore zur Selbstausbeutung der Schauspieler und zur totalen Verfügungstellung des Schauspielers in einem gewissermaßen entgrenzten Apparat. Der würde es genau umgekehrt sehen. Oder der sagt, es ist genau umgekehrt. Er sagt, aus ästhetischen Gründen führt das dazu, dass diese Menschen schließlich sich total preisgeben als Menschen und nicht nur vor dem Arbeitsmarkt, sondern auch mit ihrer ganzen Persönlichkeit und allen letzten Barrieren, dass sie sich noch nicht mal hinter die Schwelle eines Schauspiels, eines Handwerks zurückziehen können. Er argumentiert damit ja gleichzeitig auch für die Institution Stadttheater gegen die freie Szene und das finde ich eine ziemlich zynische Argumentation. Ich nehme da immer gerne mich als Beispiel. Ich arbeite seit 25 Jahren mit den gleichen Menschen zusammen. Ich weiß nicht, wer das sonst von sich sagen kann. Und wir haben es geschafft, über einen sehr langen Zeitraum als Performance-Kollektiv ein Sicherungssystem einzuziehen, was sonst wenige Leute überhaupt haben, als Künstler, also uns Krankengeld etc. zu bezahlen, auf sehr prekären Verhältnissen aufgrund der Kulturförderung. Die möchte ich gar nicht schönreden. Es gibt aber ein Schutzsystem innerhalb eines Kollektivs in der freien Szene. Ich weiß, dass es da... Ich spreche auch nicht für eine gängige Stadttheaterästhetik. Aber das ist das, was ihr eben beschrieben habt. Das ist das, was du heute von Köln bis München oder Hamburg finden wirst. Und was ein Problem ist, ist natürlich, einen Schauspieler in eine Situation zu bringen, etwas zu tun, was er nicht tun will, wo er auf eine Weise sich quasi selbst entblößen muss, auf eine Weise, die er nicht eigentlich sich selbst als Autor zu begreifen, wenn er das gar nicht tun möchte.
Aber dagegen, das sage ich, ist aber ein Moment von entfremdeter Arbeit, gegen die ich gerade argumentiert habe. Also das ist genau ein hierarchisches Verhältnis. Da gibt es einen Regisseur, der sagt, ich habe eine Idee. Wir hatten das mal, dass wir ins Deutsche Theater eingeladen wurden vor längerer Zeit, weil sie die Idee hatten, dass die Schauspielerinnen authentischer auf der Bühne sein sollten. Wir sollten ihnen das beibringen. Und als wir gesagt haben, es darf niemand besetzt werden, haben alle gesagt, ja, ja. Und natürlich wurden alle besetzt. Und die Schauspieler haben gesagt, wir wollen nicht unseren Namen sagen auf der Bühne. Ich lerne nicht, ich bin nicht 3-4 Jahre zu Ernst Busch gegangen, um dann meinen eigenen Namen auf der Bühne zu sagen. Wir haben dann mit einer Unternehmensberaterin, eine Coachin gearbeitet und dann hat auch die Intendanzsekretärin etc. mitgemacht und es war letztendlich ein Projekt, das den Betrieb nochmal thematisiert hat und befragt hat. Und ich würde auch sagen, ich würde niemanden verpflichten, seinen Namen auf der Bühne zu sagen, der seinen Namen nicht sagen will. Und das ist genau der Moment von einer Selbstverantwortlichkeit, was tue ich auf der Bühne, die in bestimmten Strukturen nicht möglich ist. Und ich glaube, und wichtig ist, die Strukturen anzugucken. Aber das ist absolut richtig, aber es ist ja auch nicht so, dass die Strukturen das immer verhindern. Also im schlimmsten Fall haben wir solche Strukturen, die hierarchisch arbeiten, die den Schauspieler entmündigen. Das hängt auch immer vom Regisseur ab. Ne? Also wie der Regisseur arbeitet, wo der herkommt. Wir haben viele Regisseure auch, die in Studioinszenierungen aus der freien Szene kommen oder aus ganz anderen Produktionsprozessen einfach kommen und da auch neue, dann die Studenten dadurch auch stark machen, indem sie sie fördern und indem sie sie das machen lassen, was sie eben beitragen können und nicht besetzen oder verpflichten, irgendwas zu tun, was sie nicht tun wollen. Also ich denke, diese Chance ist ja auch da und im besten Fall, das hat Jens Hill ja schon gesagt, kann man sich sein Ensemble selber gestalten und hat dann aber auch in diesem System, in dieser Struktur einen geschützten Raum, in dem alle Verträge haben, die über einen gewissen Zeitraum reichen, die zusammen sind, die aufeinander verpflichtet sind, die miteinander was entwickeln wollen und eine gewisse Absicherung zumindest auch haben. So schlecht sie auch für die Anfänger zum Teil sein mag. Es gibt auch andere Beispiele, wo es nicht so schlecht ist. Und ja, deswegen jetzt generell die Strukturen befragen, absolut. Aber komplett sie zu nihilieren oder abzuschaffen oder draufzuschlagen, finde ich auch schwierig. Ich finde, man muss sehr differenziert schauen, was passiert mit den Strukturen, in den Strukturen, was ist möglich, was ist nicht möglich und wo hakt es denn dann wirklich im Einzelnen? Ja, also wo sind dann die Momente, wo es schwierig wird? Und die gibt es. Und wo die Studenten dann schreiben nach 5-6 Jahren, ich steige aus, ich gehe jetzt wettfreischaffend, ich kann nicht mehr. Ja? Der Betrieb hat mich kaputt gemacht. Auch das gibt es. Das ist ganz klar. Und es ist schwierig und wie geht man damit um? Das ist eine wichtige Frage. Oder wie kann man die Leute, wenn man sie versucht, sie stark zu machen und dann kriegt man so eine Rückmeldung, ist natürlich schwierig für eine Schule. Ja. Aber auch man hat aber auch aus anderen Studiengängen Absolventen, die nicht irgendwie nicht dahin kommen, wo sie hinkommen möchten oder nicht das machen können, was sie machen möchten. Das darf man auch nicht romantisieren. Ne? Also, dass man jetzt in die freie Szene geht und dann da plötzlich das machen kann, was man will. Das ist auch ein Glücksfall, wenn es funktioniert. Es kommt auch immer darauf an, mit wem man zusammen ist, wie das Kollektiv sich gestaltet und wie man sich aufbaut, wie man sich verankert, wie man sich auch anderweitig absichern kann, finanziell. Ne? Vielleicht kann ich nur, weil das beides, es ist halt ein Unterschied, ob ich besetzt werde, ob ich entscheiden kann, wer im Ensemble ist oder nicht. Also es geht einfach, wer trifft Entscheidungen? Das ist einfach meine Frage. Also wer ist in der Position, Entscheidungen zu treffen? Ich würde dazu auch ganz gerne nochmal fragen, und zwar geht das auch an die Hochschule in Leipzig, ob es schon so Ansätze gibt, weil die habe ich jetzt gerade erfahren in Zürich, das ist auch eine recht klassische Schauspielausbildung, die machen so erste Schritte in Richtung, es werden sowieso nicht alle an festen Häusern landen, das ist auch sehr ungewöhnlich, dass man Eigenverantwortung übernimmt für das, was passiert, wenn man da rauskommt. Und es gibt eben Ansätze, die ein bisschen in die Richtung gehen, greift man vielleicht auch Elemente auf, wie sie an anderen Schulen, an klassischen Studiengängen, wie in Hildesheim oder Gießen, angeboten werden, greift man die auch für eine Schauspielschule auf? Macht man aus der Gruppe, die da als Schauspieler arbeitet, auch irgendwie Leute, die auch dramaturgische Elemente einbringen können, die vielleicht auch Regie führen, die... Ich kenne einen sehr guten Bühnenbildner, der hat theaterwissenschaftliche Sachen besucht neben seiner Ausbildung, weil ihm das wichtig war. Und ich glaube, ich bin auch Teil eines Kollektivs und wir arbeiten sehr gern mit Leuten, und zwar alle im Team, die von Anfang an mitdenken. Und ist das auch ein Ansatz jetzt schon in Leipzig? Weil das klingt für mich doch noch sehr danach, wir bilden für eine klassische Rolle Schauspiel an festen Theaterhäusern aus.
Eigenverantwortung und Eigeninitiative kann man ja nicht, man kann versuchen, das zu fördern und aufzumachen dafür, aber man kann das ja nicht, also es muss ja von den Menschen selber kommen. Und es gibt Studierende, die haben das, die arbeiten in der freien Szene, die vernetzen sich, wie ich schon beschrieben habe, auch vor Ort, auch national, auch über Netz und so weiter, auch mit anderen Schulen, wissen sehr wohl, was da abgeht und was passiert. Und es gibt auch immer Studierende, die kriegen nichts mit oder lassen sich bedienen. Ja, also ich glaube, man kann es nicht so pauschalisieren. Es finden Veränderungen statt, aber natürlich sind wir auch durch die Verkopplung an diese vier Schauspielhäuser, sind wir ja ein Stück weit damit vernetzt, verschaltet. Wir sind damit verschaltet, ist ganz klar. Ja, na klar. Damit ist man schon in einer festen Struktur für 2 Jahre danach. Absolut, genau. Ja, aber es ist auch die Struktur, mit denen sich die meisten im Regelfall auseinandersetzen. Es gibt Studierende, die auch sagen, das ist nicht meins, ich mache das, aber ich werde sicherlich sowieso in der freien Szene landen und die sich ganz viel Netzwerk schon aufbauen, jetzt während des Studiums, weil sie wissen, das ist das, wo ich hin möchte. Und es gibt dieses eine Modul, wie gesagt, Theater machen, wo sie dann auch die Möglichkeit haben, im Rahmen des Studiums selbst in irgendeinem Format, selbst ein Format zu entwickeln, mit dem sie arbeiten möchten und sich die Leute zu holen, mit denen sie arbeiten möchten. Und das funktioniert mal, mal funktioniert es nicht. Es ist abhängig von den Leuten. Ja? Ob du einen Drive hast, ob du das willst, ob du dir Leute organisieren kannst. Die Möglichkeiten sind sicher da. So, wir haben keine 5 Minuten mehr. Ich würde sagen, es wird eine letzte Frage. Und ja. Ist keine Frage. Ich wollte nur ganz kurz erzählen, was wir in Schweden in Malmö gemacht haben. In einer alten Schauspielschule mit viel Geld, vielen Bühnen, vielen Lehrern. Die haben, also ich mit, hatte das Glück, das 3 Jahre, 4 Jahre zu machen. Erst Bachelor, 3 Jahre, klassische Schauspielausbildung. Für den Master 2 Jahre hat sich jeder Student, der einen Bachelor hatte, könnte auch von Musiktheater kommen oder von Dramaturgie oder von anderen Bereichen, sich mit einer eigenen künstlerischen Absicht beworben. Und der Ziel war, die Studenten zu helfen, ihre eigene künstlerische Autorschaft zu finden. Zur Verfügung haben die bekommen alle Bühnen der Schule, alle Lehrkräfte der Schule, die mussten, die haben in dem ersten Jahr 3 Projekte gemacht. Ersten gemeinsam in der Schule, für den zweiten müssten die einen Partner in der Stadt finden oder einen anderen Raum. Die Schule hat mit ganzer Autorität und Netzwerk die Studenten unterstützt, dass die das auch machen konnten. Nach dem zweiten, und das wurden also Produktionen, es könnte sein eine Ausstellung, ein Stück, den ein Dramaturg geschrieben hatte und der mit Schauspielern, die die Schule bezahlt hatte oder in Kooperation mit dem Stadttheater gemacht hatte, machte oder interaktive Performances. Also wir haben überhaupt nicht, was die Inhalt oder auch nicht die Form da eingegriffen. Die Studenten mussten lernen, ihre Projekte uns zu verkaufen, so wie die das als wenn die Eigenproduktionen machen oder als produzierende Gruppen arbeiten, auch später für ihre Kooperationspartner, ob das nur Kampnagel oder Maxim Gorki Theater ist, auch lernen. Wir haben Seminare gehalten in Licht, im Marketing, in Produktion, wie mache ich einen EU-Antrag. Wir sind durch die ganze Land gefahren und haben unsere Studenten mit den Intendanten oder Intendantinnen bekannt gemacht, damit sie lernen, was wollen diese von denen wissen, damit die ein Projekt befördern. Es ist eine sehr kurze Zeit, ich könnte darüber viel erzählen. Wir haben also diese von 5 Jahren, was der Schule an Kapazitäten und Geld zur Verfügung stand, haben wir 2 genommen, um, weil wir die gleiche Diskussion gehabt haben wie hier, was sind die Aufgaben, wo wir die Leute helfen müssen, ihre künstlerische Autorenschaft und das neue Theater zu entwickeln, in einer Situation, wo viele auf sich selber gestellt sind. Feste Engagements werden immer weniger, das wissen wir, und man muss mehr und mehr die eigenen Produktionen machen. Nur ganz kurz. Das war Malmö, in Theaterhochschule in Malmö in Schweden.
Klingt aber ziemlich verlockend nach einem Theater, nach einer Schauspielausbildung der Zukunft, nach einer Theaterausbildung der Zukunft. Das ist eigentlich ein schönes Schlussstatement. Oder wollen Sie noch etwas dazu sagen? Das wollen wir auch haben. Dann danke ich ganz herzlich der Runde und dem Publikum. Es gibt jetzt die Mittagspause. Wir sind auf jeden Fall auch noch irgendwie da. Wenn es Fragen gibt, sprechen Sie uns an.